Hallöchen, lieber Bär. Na, komm hoch. Na ja, komm. Also ja, ne? Man sieht so ganz hundertprozentig ist es halt noch nicht. Man packt ab und zu mal ein bisschen fest oder auch die Tiere. Aber hey, es ist immer noch ein Early Access. So. Escaping Trial Beginner. Okay. Ich ahne Schlimmes. Ah. Erstmal gehen wir wieder hier hinten rein. Ach du Gruß. Was haben wir denn hier? Ein Speer. Nice. Okay. Huch. Okay, kann man den jetzt wieder aufnehmen? Nö. okay, das ist schlecht. Eindeutig zu doof zum Klettern. Ja, 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 bin ich, weiß ich. Ach nee, gut, er ist nicht weg. Na gut, nein, ich nehme aber mal das da. So. Na. Irgendwas spackt hier gerade rum. Okay, dann... Okay, also wenn ich hier entkommen kann, dann ist das wohl gut. So, dann schauen wir mal. Okay. Wie sieht's denn damit aus? Also ich habe jetzt viel zu wenige, aber ist das eventuell was? Hier solche Sachen setzen, frage ich mich. Kann man? Ja, gut. Ja. Na dann, das kriegen wir doch hin. Zur Not auch Stone Walls. Ja, sehr nice. Okay. Erst mal wieder aktivieren. So. Spielen wir mal ein bisschen Fortnite, wa? Sorry, wollte euch jetzt nicht triggern, aber das sieht schon so ein bisschen danach aus. Vor allem so, wie es zum Schluss aufgebaut wird. Also, wie es erscheint. So, naja, dann... So. Aha. So. Ach, das war's schon. Hier gibt's doch bestimmt noch Bösewichte. Nö.
Nice. Ah. Bin ich nicht so dumm, wie ich aussehe. Siehst du? So super. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? 140 kennen wir schon. Machete, okay. Ein Breitschwert, aber trotzdem Einhand. Bisschen mehr Damage. Und vor allem... Ja, dann schwerfen wir das mal dahin. Und, auch hier unten. So. Nice. 155. Würde ich trotzdem das hier... Ja. Nee, okay. Das können wir machen. Ja, nehmen wir das dazu. Muss ich noch ein bisschen an diese Sache gewöhnen. Man muss das nach hier rüberziehen und darüber ziehen, damit man das hier unten in der Quick-Leiste dann auch anwählen kann, sonst hat man die zwei Schwerter nicht. Okay. Nee, also ja. Fortnite bin ich jetzt auch nicht so der Spieler, muss ich zugeben. Ist jetzt nicht so direkt meins, aber... Ich finde es ja okay, kann ja jeder spielen, wie er das möchte. Ich habe halt nur jetzt so dieses Element gesehen und dachte mir so, Mensch, das sieht doch schon so ganz leicht danach aus. Könnte spannend sein. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Waffen hier bekommen. Nett. Okay. Dungeon geklärt. So, und natürlich taucht hier gleich wieder ein Bär auf. Und auch noch ein Werwolf. Ach. Na komm. So. Wunderbar. Bleib hier. Nein! Okay, danke. So. Okay. Das heißt, wir sammeln noch ein kleines bisschen mehr von diesen Sachen. Wir gucken dann gleich mal darüber, weil das sieht auch sehr interessant aus, was da drüben abgeht. Leider kann man da nicht hinsnipen, aber das sieht schon wieder wie Trolle aus, mitten im Wasser, auf einer Insel. Da drüben haben wir auch noch Inseln. Heieieiei. Es scheint aber so nah am Ende der Karte zu sein. Okay. Schauen wir mal. Stürmen wir hinein. Was soll schon groß passieren? Ja, man sollte zum Beispiel die richtige Waffe auswählen. Das wäre schon mal was. So. Also Level 10 Kinder machen wir Platz. Finde ich gut. So. Ja, nö, das ist ja harmlos. Alles klar. Sehr schön. Gut, haben wir noch ein bisschen Kochgeschichten mit dazu bekommen. Da drüben ist gleich noch so eine Insel. Da haben wir noch eine kleine. Ja, gucken wir mal hin, dann gehen wir mal darüber. Das scheint Krokodile zu sein. Okay. Und irgendwas, was aussieht wie Gold. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir Gold jetzt schon abbauen können. Oh, du bist hungrig. Na ja, dann ist doch was. Na, jetzt wehr doch mal die Waffe aus.
schon noch Wetter. Also die Krokodile, die machen schon einiges an Damage. Donnerwetter. Aber das kann ich auch. So. Dangerous Crocodiles Roar und so weiter. Okay. Gucken wir mal, kann ich das hier abbauen? Ja, nice. Gold. Gold. Wir haben Gold gefunden. Das sind ja aber keine unendlichen Quellen, oder? Nein. Okay. Brauchen nur sehr, sehr lange. Und das trotz Titan. Okay. Warum hast du dich nicht festgehalten da oben? Double Jump? Oder auch nicht? Ah, doch, jetzt. So, okay. Komm her. Ja, jetzt hau nicht ab. Komm her. Versteck dich nicht. Bringt eh nichts. So, sehr schön. Bisschen was wieder aufmachen. Kiste. Stardew Valley im Splitscreen Koop. Wusste ich auch gar nicht, dass das geht. Dann quasi auf einem Rechner oder was? Also nur auf einem Rechner gezockt, aber wie machst du denn das dann? Also wie funktioniert das? Oh, was haben wir denn hier? Fergus, the Blacksmith. Talk? Ja, talken lässt er sich nicht. Okay. Vielleicht, weil die Viecher hier sind, die Bösen. Muss man den erst befreien? Wir probieren das mal. Versuchen, den Schmied mal zu befreien. So, denn diese Viecher das Problem sind vom guten alten Fergus. Autosave. Kann ich jetzt mit dir reden? Nö. Der will einfach nicht mit mir reden. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Hast Pech. Okay, das sind normale Steinvorkommen. Alles klar. Interessant. Interessant. 1.5er Update für die Konsole. Ah, Konsole, dann mehrere Controller dran und dann Splitscreen. Ja, nice. Okay, cool. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ein bisschen Platz haben wir noch. Was sagt die Karte? Wir sind hier drüben. Da sind die Krokodile. Ich weiß noch nicht so richtig. Eigentlich müssten wir ja... Ja, komm, dann gehen wir mal darüber wieder zu den netten Krokodilen. Und dann etwas weiter. Ich denke, hier drüben ist die Welt vorbei. Also hier wird die Grenze sein. Das heißt aber, wir gucken mal, was da drüben so ist. Ich meine, da können wir auch hingucken.
Um was es in dem Spiel geht, ja, ist eigentlich relativ einfach gesagt, so ziemlich um alles, was du an Spielen kennst. Also du musst einerseits irgendwie versuchen, quasi weiterzukommen in dem, was du machst, also so neue Zeitalter zu erreichen, sprich irgendwie zu forschen, fortzukommen. Du musst ein bisschen craften, ein bisschen sammeln und willst dann zum Schluss, so wie es scheint, einiges automatisieren. Das heißt, einerseits crawlst du halt hier wie so eine Art Dungeon-Crawler durch die einzelnen Dungeons durch, sammelst neue Sachen ein und versuchst dich so ein bisschen zu behaupten auf verschiedene Arten und Weisen. Andererseits kannst du eine Basis bauen, dann kannst du anscheinend auch wie Pokémon quasi Tiere fangen. Das müsste ich tatsächlich mal noch ausprobieren, wie das funktioniert. Oh, guck mal hier, kannst Pfeile mitnehmen. Ja, Sachen automatisieren und gucken. Also ich bin auch noch gespannt, was dann zum Schluss als Endgame-Content sozusagen da ist. Schauen wir mal. Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass man nicht oben bleibt, sondern immer runterfällt unbedingt. Also eigentlich, es ist Erkunden, es ist Crafting, es ist Grinden, um die Sachen fürs Craften zu bekommen. Es ist Brennen, wie man sieht. Skillen, Zauber wirken. Boah, wie kann man es noch beschreiben? Weiß nicht. Was jetzt noch so fehlt, ist vielleicht irgendein RPG-Element noch. Also irgendwie noch eine Art Rollenspiel, die hier dazukommt. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch das. Man weiß es nicht. Man munkelt. So. Okay. Bisschen Platz haben wir noch, ne? Okay. Sind jetzt hier unten? Schauen wir uns doch mal die Insel an. Und Zelda. Ja, richtig. Und Zelda gibt's auch. Aber das finde ich ja schon so ein bisschen mit Erkunden und Dungeon Crawling und sowas in der Richtung. Das geht ja schon in die Richtung. Und ich sag mal, man muss sich ja einfach bloß mal die Grafik und den Soundtrack dazu anhören. Also die Grafik angucken, den Soundtrack anhören, nicht andersrum. Dann macht er was falsch. Das ist ja schon gigantisch. Ja. Da kommt auch schon so ein kleines bisschen Zelda mit hin. Zurück in die Zukunft soll auch noch mit dabei sein. Da bin ich jetzt gespannt. Woher? Zurück in die Zukunft? Ach so, weil wir uns jetzt in der Zeit dann weiter bewegen. Dragon K sagt gerade, ist ein japanischer. Also ist wirklich ein japanischer, ja. Also ich habe überlegt, was es ist, ob es jetzt japanisch oder chinesisch ist, aber der Stein steht doch hier nicht einfach nur so rum, oder? Den kann man doch bestimmt wegklopfen. Komm, den muss man doch wegklopfen können. Das geht doch gar nicht anders. Okay. Korrekt. Ich hätte schwören können. Eine Truhe. Okay. Kupfer kann ich jetzt nicht mitnehmen. Naja, okay. Kann ich jetzt anscheinend kein Kupfer mitnehmen. Ah, der ist zu preisintensiv. Den will ich nicht wegschmeißen. Den auch nicht. Nö, dann kann ich halt kein Kupfer mitnehmen. Zelda auf dem Gameboy. Oh ja, das sind noch Zeiten gewesen. Das
erste Zelda mit. Ach ja, schön. Das sind Erinnerungen. Erinnerungen auch an Leute, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Denen man ewig irgendwie nichts mehr zu tun hat. Ach so, mit den Hoverboards. ja, du lachst, Larinja. Es gibt hier Hoverboards. Also so ist es nicht. Ich habe noch keins gecraftet, aber kann ich dann mal machen aus Spaß. Ja, okay, dann ich farme hier mal noch kurz was ab und dann... Meine Spitzhacke ist eh bald im Eimer. Dann gehen wir mal wieder zurück. Auf die Beginnerinsel. Und dann zeige ich das mal. Ja, andere Gefährte gibt es auch noch, genau. Später soll das ja, also später, es ist glaube ich schon im Spiel, aber für mich halt später, was den Content angeht, weil ich mich da erst noch hinbewegen muss. Gibt es dann wohl auch Flugzeuge, Heißluftballons, Motorräder. Also auf dem Startscreen gibt es tatsächlich auch ein Motorrad. Und dieses Motorrad hat eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem von Cloud von Final Fantasy. Kleiner Spoiler. Aber Spoiler ist es ja an der Stelle nicht, weil, wie gesagt, man sieht es auf dem Startbildschirm vom Spiel. Ist schon sehr geil gemacht. Also, wie man in einem Spiel so viele Referenzen zur aktuellen Popkultur und auch der vergangenen Popkultur reinwerfen kann, ich find's genial. Ja, da haben wir nochmal ein großes Eisenvorkommen. Okay, das ist so ein Endlosvorkommen. Gut, gut, gut. Nice. So, wichtig ist auch anscheinend immer, dass man diese Dungeons macht, weil dann bekommt man immer so ein paar Special Items. Ich vermute, dass das was mit diesen Inseln dort oben zu tun hat. Ich glaube, ich muss da mal zu einer hin. Aber ich habe das Gefühl, nach 3 Dungeons kann das eigentlich noch nicht gewollt sein. Mal gucken. So. Ein bisschen Platz haben wir noch. Sind jetzt hier. Okay. Ach, ist das herrlich. Fallschaden gibt es, jawohl. Wenn man jetzt von tatsächlich zu weit oben runterfällt, bis man zum Fallschaden allerdings kommt, dauert das tatsächlich ein kleines Stückchen. Also es ist jetzt nicht so, wenn man eine kleine Klippe runterhüpft, dass es dann gleich soweit ist. Also ich kann es ja mal kurz zeigen. Na, wenn wir jetzt mal hier oben auf diese Spitze hochkommen. Ja, wenn man jetzt nicht runterrutscht, weil man vielleicht gar nicht da drauf gehen darf oder soll. So, jetzt springen wir von hier runter. Da ist nur Autosave, da passiert gar nichts. Wenn ich jetzt mal hier hochgehe und mache dann mal hier Double Jump runter, passiert auch noch nichts. Man muss schon relativ hoch runterfallen. Also ich sag mal, wenn man jetzt so drüben die Küste nimmt, da, und da unten wäre kein Wasser, dann würde man Fallschaden bekommen. Oder von der lustigen Insel dort oben. Dann auch. Sonst ist der Fallschaden sehr, sehr human, muss man sagen. Das Huhn klingt wie die billigen Hunde mit Batterie. Diese lustigen Spielzeughunde, ja, die ganz komisch aussehen, aber nicht wie Hunde. Ja. Vor allem sind die Hühner sehr nervig. Das muss man einfach mal so lachen lassen, wie es ist. Ja, genau, Holle, die so ein Salto machen. Mhm. So, nehmen wir noch ein bisschen Titanium mit. Es ist halt auch leider Gottes ein bisschen Grinding. Also ich glaube, wenn ich jetzt wieder zurück bin auf der Insel, dann werde ich mal gucken. Oder jetzt erstmal, wenn ich hier zurückgehe zum Tor, dann gucke ich mir das nochmal an, wie dort ringsrum das Ganze ist. Vielleicht macht es Sinn, hier auf diese Insel umzusiedeln. Und hier dann mal auch eine Behausung zu bauen. Vielleicht aber auch auf der anderen Insel. Mal gucken.
So, kommt her. Na komm. Bum, bum. Da-dum, da-dum, da-dum. Also die Kleinen sind hier wirklich keine sonderliche Hilfe, das zu verteidigen. Und auch keine wirklichen Probleme, da vorbeizukommen. So. Da gab es noch welche, die pinkeln konnten. Ja, die konnten pinkeln. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum sich der Spieleentwickler hier gedacht hat, lass doch einfach jedes Tier hier auch ein wenig in der Gegend rumkoten. Der hat sich bestimmt einfach irgendwie so ein bisschen an diesen alten Hunden da dran orientiert und hat gesagt, das machen wir jetzt mal so. Also die Krokodile sind schon ein bisschen hart von der Sache her. Wenn man weiß, wann man abspringen muss, um auszuweichen, geht's. Aber es ist schon ziemlich krass. So. Was brauchst du die... ich formuliere es mal so. Man braucht den Code jetzt nicht unbedingt von den Tieren, aber... Wie jedes einzelne Item hier, hat das durchaus auch seine Buffs. Also es kann passieren, dass du aus dem ein oder anderen Code... Also du kannst ihn sogar braten, ne? Also jetzt nur mal so, dass du schon mal ein Gefühl davon bekommst, ob das jetzt gewünscht ist oder nicht eventuell. Man kann Code tatsächlich braten oder kochen. Weiß noch nicht so richtig, was dann der Punkt da sein soll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was können wir denn hier wegschmeißen dafür? Na, eigentlich nix. Was ist das? Ein Silberbogen und eine Silberpickaxe. Na, wir haben beides. Das ist nicht so schlimm. Gucken wir uns lieber hier nochmal das Krokodil an. Nein, man muss natürlich nicht den Code zu sich nehmen und konsumieren. Man kann es aber und bekommt dadurch den ein oder anderen Buff mit mehr Ausdauer oder mehr Lebensregeneration oder ähnlichem. Okay, weil jetzt mein First-Hand-Schwert kaputt ist, kann ich jetzt gerade nur mit Faust zuschlagen. Interessant. Sehr interessant. Okay, dann nehmen wir mal... Nein. Cutlass 130. Ne, das ist Two-Handed. Dann nehmen wir das. Nee, nicht wegwerfen. Ausrüsten. So, genau. Und jetzt müssen wir es ja noch nach unten ziehen. Und dahin. Und jetzt kann ich wieder... Genau. La 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 la, ich höre nicht zu. Wegen ein wenig Kot muss man noch nicht sagen, dass alles schlimm ist, ne? Das ist jetzt komisch. So. Ja, schade. Ich bräuchte mehr Item-Slots. Habe ich aber nicht. Schade. Die Schwerter bringen eigentlich ein bisschen was immer. Na komm, werfen wir die. Werfen wir die weg. Soll ich doch. Wenigstens für 3600 können wir es verkaufen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber.